Würdet ihr einer unbekannten, unschuldigen Person Stromschläge mit einer Spannung von 450 Volt verabreichen, nur weil es euch jemand befiehlt? Sicherlich nicht. Das Milgram-Experiment zeigte aber, dass mehr als die Hälfte der Durchschnittsbürger genau das tun würde. Beim Milgram-Experiment handelt es sich um ein psychologisches Experiment von Stanley Milgram, mit dem er die Gehorsamkeitsbereitschaft durchschnittlicher Personen untersuchen wollte. Es wurde erstmals im Jahre 1961 in New Haven in Connecticut durchgeführt. Milgram wollte untersuchen, welche Macht Autorität auf durchschnittliche Bürger hat. In diesem Experiment geht es also um die Gehorsamkeitsbereitschaft. Das Milgram-Experiment war folgendermaßen aufgebaut. Es gab später einige Variationen. Wir erklären euch jetzt das Grundprinzip des Experiments. Zwei erwachsene Versuchspersonen nehmen an einer wissenschaftlichen Studie der Yale-Universität zum Thema Gedächtnis und Lernen teil. Es soll der Zusammenhang zwischen Bestrafung und Lernerfolg ermittelt werden. Die Studie wird von einem Wissenschaftler der Universität geleitet. Die Probanden ziehen jeweils ein Los und erhalten somit die Rolle des Lehrers oder des Schülers. Beide sind voneinander räumlich getrennt, können aber über Lautsprecher und Mikrofone miteinander kommunizieren. Der Lehrer liest dem Schüler 30 Wortpaare vor, beispielsweise Himmel, Blau, Tier, Wild, Zitrone, Gelb und so weiter. Der Schüler muss dann die Wortpaare wieder korrekt zusammenfügen. Schafft er das nicht, bekommt er einen Stromschlag. Mit jedem Fehler werden die Stromschläge stärker, von 45 bis 450 Volt. Diese Bestrafungen sollen die Lernfähigkeit verbessern. In Wirklichkeit geht es nicht um den Schüler, sondern um den Lehrer. Einer der Probanden ist nämlich ein Vertrauter des Versuchsleiters. Die Lose sind manipuliert, sodass der eigentliche Proband immer die Rolle des Lehrers erhält. Die Elektroschocks sind harmlos und die Reaktion nur gespielt. Die wahre Versuchsperson ist also nicht der Schüler, sondern der Lehrer. Die Studie der Universität ist gespielt. Im Experiment von Stanley Milgram wird untersucht, wie viel Schmerz der Lehrer dem Schüler zufügen kann, nur weil ein Mann im weißen Kittel es ihm befehlt. Der Schüler reagiert dabei immer gleich auf die Stromschläge. Sobald der Proband Zweifel äußert oder das Experiment abbrechen will, wird er vom Versuchsleiter aufgefordert, fortzufahren. Dies erfolgt über 4 standardisierte Sätze. Bitte fahren Sie fort oder bitte machen Sie weiter. Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Sie müssen unbedingt weitermachen. Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Bei Fragen über die Verantwortung oder die Gesundheit des Schülers bekräftigt der Versuchsleiter wiederholt, er trage die komplette Verantwortung für das Experiment. Außerdem versichert er dem Lehrer, der Schüler würde keine bleibenden Schäden davon tragen. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Der Lehrer fragt den Schüler ab. Bei jedem Fehler muss der Lehrer dem Schüler einen immer stärkeren Stromschlag verabreichen. Der Schüler ist Schauspieler und die Reaktionen auf die falschen Stromschläge sind gespielt. Die Reaktionen des Schülers werden immer heftiger, sodass der Lehrer das Experiment abbrechen will. Der Versuchsleiter fordert ihn wiederholt auf, weiterzumachen. Man möchte meinen, jeder gesunde Mensch würde das Experiment abbrechen, sobald der Schüler anfängt zu schreien. Wird man von einer Autorität aber aufgefordert, fortzufahren, ist man erschreckend gehorsam. 65% der Probanden verabreichten den Schülern die Maximalspannung von 450 Volt, obwohl ihre Handlung im direkten Widerspruch zu ihrem Gewissen stand. Man muss aber dazu sagen, dass es sich dabei um eine Variante handelte, bei der die Lehrer und die Schüler räumlich getrennt waren und sich weder sehen noch hören konnten. Die Lehrer hörten lediglich einen Schlag gegen die Wand beim Erreichen der 300 Volt Spannung. Bei der Variante, die wir euch vorgestellt haben, also mit räumlicher Trennung, aber akustischer Kommunikation, gingen unglaubliche 62,5% bis zur Maximalspannung. Das muss man sich mal vorstellen. Außer der Befehle des Versuchsleiters gab es keinen Anreiz für die Probanden, das Experiment bis zum Ende durchzuführen. Ihr Geld hatten sie im Voraus erhalten, der Schüler war unschuldig und sonst gab es keinerlei Motivation für die Lehrer weiterzumachen. Es gab auch keine Bestrafung beim Abbruch des Experiments. Sie handelten also aus schierer Gehorsamkeit gegen ihren eigenen Willen im Widerspruch zu ihren Instinkten und ihrem Gewissen. Milgram selbst sagte zu seinem Experiment, er wollte herausfinden, wie viel Schmerz ein gewöhnlicher Mitbürger einem anderen zufügen würde, einfach weil ihn ein Wissenschaftler dazu aufforderte.
Starre Autorität stand gegen die stärksten moralischen Grundsätze der Teilnehmer, andere Menschen nicht zu verletzen. Und obwohl den Testpersonen die Schmerzensschreie der Opfer in den Ohren klangen, gewann in der Mehrzahl der Fälle die Autorität. Die extreme Bereitschaft von erwachsenen Menschen, einer Autorität fast beliebig weit zu folgen, ist das Hauptergebnis der Studie. Mit diesem Experiment wollte man ursprünglich verstehen, wie es zu den zahlreichen Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus kam. Warum so viele Leute einfach ihre Befehle ausführten und sich ihren Vorgesetzten nicht widersetzten. Warum das nicht immer so einfach ist, hat dieses Experiment wohl eindeutig gezeigt. Es ist wirklich unglaublich, dass sich die Versuchspersonen mit einfachen Sätzen wie »Fahren Sie fort« zu grausamen Taten verleiten lassen. Solche Experimente zeigen uns, wie wichtig es ist, Autoritäten nicht nur stur zu gehorchen, sondern sie auch mal zu hinterfragen. Weitere interessante Themen der Verhaltensbiologie seht ihr in den nächsten Videos dieser Playlist, also einfach weiterlaufen lassen. Hättet ihr genauso gehandelt wie die Probanden? Was haltet ihr von den Ergebnissen dieses Experiments? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. In diesem Video stellen wir euch ein weiteres sehr bekanntes Experiment vor, und zwar geht es um den Pavlovschen Hund. Um zu erfahren, was es damit auf sich hat, einfach aufs Video klicken. Haut rein, Leute, abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und ciao.